damit haben wir alles Geld verbraten, was es zu verbraten gibt. Und jetzt wird es den Sprint geben, unseren allerersten Sprint. Und oben seht ihr auch schon Fortschritt 2 von 111. Wir haben das erste Rennen hinter uns gebracht, zumindest von unserer eigentlichen Karriere. Und wir haben noch viel, viel vor uns. Den letzten beißen die Hunde. Liberty Gardens, die Fakten. Ab geht's durch Downtown. Wer als erster die Baustelle am Flughafen passiert, sackt die ganze Kohle ein. Dementsprechend auf schwer. Bis gleich. Und wieder sind wir im Ladebildschirm. Bringe bis zu 4 Schichten Vinyl auf deinen Wagen auf. Genau, damit können wir dann unsere eigene Kombination herstellen. So. Wie war diese Strecke aufgebaut? Das weiß ich nicht. Aber das wird sich nochmal ergeben. Das wird jetzt nicht so schlimm sein. So, versuchen wir jetzt direkt mal etwas Windschatten zu holen. Auch wenn die gerade ein bisschen schnell wegfahren. Oder wir nehmen uns einfach die Abkürzung, genau wie der blaue vor uns. Und Windschatten, Windschatten. Wenn wir den Gegner berühren, oder die anderen Fahrer berühren, dann hört der Windschatten anscheinend auf zu zählen. Das ist schade, aber damit muss man leben. So, dieses Teilstück, das kennen wir auch noch von Olympic Square. Es ist rückwärts gefahren und nicht komplett. Eieiei, das war relativ knapp. Ein so ein Fehler wird hier ziemlich bestraft. Yay, und für abgehoben gibt es auch nochmal Stilpunkte. Und für die Abkürzung auch. Wunderbar, nicht wahr? Übrigens, falls ihr die Frage haben solltet, ich fahre nicht mit, wie heißt das hier nochmal? Lenkrad und so? Nein. Ich bin Otto-Normalverbraucher. Ich habe einfach meine Tastatur vor mir. Und dann drücke ich auf die Knöpfchen. Ehrlich gesagt, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich hätte wahrscheinlich direkt links lang gewusst, aber naja. Geht so auch noch, ne? Ne? Man sieht es auf der Minimap, die kommen mir gerade gefährlich nah. Etwas zu nah. Oh, hoffentlich wird das noch was. Hoffentlich wird das noch was. Nein! Nein! Welche Blamage, nur weil ich da so blöd rumgekaspert hab. Nein, du hast dieses Event leider verloren. Versuch's nochmal. Ja, das hätte ich so oder so gemacht, weil ich will den ersten Platz haben. Ach, scheiße. Ah, da seht ihr, ein Fehler kann schon viel ausrichten. Yay, machen wir das einfach nochmal. Verbraucht ja keine Zeit oder so. Nein, überhaupt nicht. So, dann höre ich jetzt mal auf mit den Spirenzken und jetzt kennen wir die Strecke ja auch und jetzt weiß ich, dass ich da hinten links abbiegen muss. Ah, dieses Lied ist auch schön. Static X. Wobei ich sagen muss, das sind meistens, außer jetzt zum Beispiel bei Rob Zombie, nur die einzelnen Lieder, die ich von diesen Künstlern her kenne und die ich, ja, würde ich jetzt mal sagen, mag. Von Static X, ja, X-Static, kann man ja auch sagen, ne? Habe ich mir vor Jahren auch mal ein bisschen was angehört, aber da ist jetzt nichts Nennenswertes hängen geblieben. Naja, kann man sehen, wie man will. Ich denke, da habe ich jetzt nicht so viel verpasst. Ich habe genügend andere Musik, die ich höre. Unter anderem Rob Zombie, wie gesagt. Und damit habe ich meinen Spaß. So, jetzt werden wir hier aber zum richtigen Zeitpunkt links abbiegen. Yeah. Dann machen wir nicht so eine blöde Kasperei wie gerade. Nein. Jetzt haben wir auch wieder den Vorsprung und jetzt haben wir die Geschwindigkeit. Jetzt können wir hier durchrauschen. Yay. Und jetzt gehen wir nach rechts. Und jetzt gehen wir nach links. Und dann haben wir das auch schon geschafft. In 1,5 Minuten. Das hat jetzt niemandem wirklich wehgetan. So. Smashing the gas from Mystical. So. 4 Sekunden hatten wir diesmal Vorsprung gehabt. Jetzt haben wir auch gewonnen. Es
ist jetzt die Frage, wie sehr ich mich anstrengen sollte, sag ich mal, viel Stilpunkte zu bekommen, weil ja, dadurch steigt die Stilpunktanzeige ja schneller. Entschuldigung fürs Husten. Es ist über mich gekommen. Option hat deinen Wagen aufs Cover gedruckt. Ja, dementsprechend sind wir jetzt schon mal auf ein Magazin. Das ging ja doch recht schnell. Glückwunsch, 625 kommen auf dein Konto. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, sammeln wir unsere Prämie ein. Ja, ich will sie wirklich einsammeln. Für das Erstellen eines Wagens mit einem Stern haben wir nun Option. Da du jetzt auf Option Auto abgebildet bist, wird dein Wagen in Frankreich voll berühmt. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil der Wagen einfach nur schwarz ist. Hätten wir zu dem Zeitpunkt jetzt schon hier ein Vinyl drauf gehabt, hätte man das jetzt schon sehen können. Aber das habe ich jetzt nicht bedacht. Naja, selber schuld. So, jetzt haben wir 650. Das heißt, wir können unseren Wagen noch ein bisschen tunen. An Leistungsupgrades können wir noch nichts machen. Dann würde ich sagen... hier können wir auch noch nichts machen. Zubehör. Rückleuch, Auspuffblende. Nein, darauf haben wir keinen Zugriff. Darauf auch noch nicht. Ach, das ist scheiße. Dann nehmen wir doch mal orangenes Neon. Ja, das erhöht unseren Ruf. Felgen. Felgen bringen's einfach nicht. Wähle hier einen besseren Satz aus. Alles klar. Ja, Standardfelgen sind doof. Standardfelgen sind scheiße. Aber die erhöhen... Ja doch, die erhöhen unseren Ruf. Und hey, wir haben doch noch genug Geld dafür. Was nehmen wir denn? Ich finde hier NK Shutoku gut. Aber wir schauen uns nochmal hier die anderen Sachen an. König sieht ein bisschen klobiger aus. Ja, mir geht es jetzt erstmal nur um das Optische, ne? Weil das ist ja auch das, was man da sieht. Racing Heart. Können wir nur auf das erste zugreifen. NFSU. Eine eigene Firma. Six Shooter. Mit ein bisschen Rot. Ja, aber das sieht so stumpf aus. Na, nehme ich mal Shutoku. Dieses Teil kaufen. Jetzt haben wir einen Multiplikator von 2 für unsere Style-Punkte. Yeah! Drogen! Nee, keine Drogen. Einfach nur langsames Rollen. Langsames Rollen. So, damit haben wir unser ganzes Geld auch wieder ausgegeben. So, ich sollte die Maus wegnehmen. So. Und jetzt werden wir uns ans Driften versuchen. Das ist abgefahren. Noch ein Überläufer in der Drift-Szene. Zeig mal deine Moves. Ich bin Dirt und stehe gern quer. Dirt. Driftstrecke 1. Die Fakten von Dirt. Beeindruck die Masse mit Tempo und Style. Mach viele Punkte, um deinen Ruf und Cash zu steigern. Auch auf schwer. Wie immer. Bis gleich. Ladebildschirm. Ich sollte das aufhören, jedes Mal zu sagen. Ich sollte mir etwas Originelleres einfallen lassen. So, wie funktioniert Driften? Ganz einfach. Wir driften. Und am besten wäre das, wenn wir innerhalb dieser Markierung bleiben. Dieser Markierung. Diesen komischen Zebrastreifen. Ah. Und man sollte die Wand nicht berühren. Was ist Driften? Driften ist einfach das, was ich hier mache, dass man, sag ich mal, so ein bisschen übersteuert, sodass sich der Wagen schlechter lenken lässt, im Grunde genommen. Und das ist die ganze Schwierigkeit, die man beim Driften hat. Aber dadurch sieht das halt ein bisschen stylischer aus, ein bisschen cooler. Aber man sollte die Wand nicht treffen. Es gibt Punkteabzug und dadurch wird die Kombination, die man gerade hat, die man immer oben sehen kann, abgebrochen. Und das ist doof, weil das wollen wir nicht. Da sind wir leider dran gekommen. Na, jetzt fahre ich hier leider mehr drum rum, als dass ich wirklich Punkte sammle. Das ist ein bisschen doof. So, in der Hoffnung, dass die Punkte ausreichen, weil das ist jetzt die letzte Runde.
haben wir das Rennen jetzt beendet und wir haben hoffentlich genügend Punkte, um zu gewinnen. Und ja, die haben wir. Das Problem bei Drift ist leider, dass die Punkte der Gegner erst angezeigt werden, wenn man eine Runde beendet hat oder einen Abschnitt der Runde beendet hat. Das heißt, man selber muss immer vorlegen und danach sieht man erst, ob die Gegner einen überholt haben oder nicht. Das kann unter Umständen sehr nachteilhaft sein. Mauer gerammt, da seht ihr es, wir kriegen auch Punkteabzug dafür, wenn wir Fehler machen. Und beim Driften ist das halt, wenn wir gegen Mauer rauschen. Und bei dem eigentlichen Rennen wäre das zum Beispiel, wenn wir gegen andere Verkehrsteilnehmer rammen, fahren oder sonst etwas in der Richtung machen. Weil das ist ja nicht Sinn der Sache, dass man irgendwelche anderen Leute über den Haufen fährt. Glückwunsch, du hast freigeschaltet Level 1 Vinyl Tier. Glückwunsch, 625 kommen auf dein Konto. Glückwunsch, du hast freigeschaltet Drift Strecke 1. Also das, was wir gerade gefahren sind. Weiter, wirklich weiter, genau.